Captain Martin Mahmoud, here is General Abdullah again. I have a message of President Sedbury for you. Please answer. It is Captain Martin Mahmoud. Please talk, Mr. Police. I would like to ask you to give us 30 minutes more to evacuate the area in order to remove everything from the other side of the plane. I will ask my group, my unit first. So, do that, sir. لماذا أشربت أطفال؟ ألم تلاحظ؟ الناس متعبين. عجبني. Here is Captain Mahmoud. Because you are not able to evacuate the area on time. I accept the extension of the deadline. 30 minutes only. For Mr. President Ziad Bar. Herr Wisniewski. And the Somalian government. Der Präsident hat die Aktion zugestimmt. Sie können es machen. Wo ist der Weg nach? Wo ist Wegner? Wegner, such sie überall. Da sind sie. Wir haben jetzt Prokura. Sie können das machen. Herr Minister, meine Männer können in anderthalb Stunden hier sein. Gut. Wann läuft das Ultimatum ab? Das lassen Sie mal meine Sorge sein. So, Kinder. Die Somalis simulieren normalen Flugbetrieb, damit die GSG 9 unauffällig landen kann. Jetzt zählt jede Minute. Okay, dann werden wir denen jetzt ganz in Ruhe erzählen, dass wir die Gefangenen freilassen. Da können wir schön lange über alle Einzelheiten verhandeln. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Mein Junge, ich glaube, ich könnte mich an Sie gewöhnen. Also. Mr. Martin Mahmoud, can you hear me? Here's the German Transit Affair. I am not Mr. Mahmoud. I am Captain Martin Mahmoud. Yes, sir. Captain Martin Mahmoud, I have an important message for you. I'll read it out very slowly. Go ahead. Listen, Captain. We're going to let your German comrades free. On the step, we let your German comrade free, but we need some time. You listen. Oh my God, I can't believe this. Oh, we win. Why? Victory! Victory! You will live. We will live. You will leave! The German government accepts to exchange the German comrade! The airplane will arrive tonight at 1:30 in Mogadishu! Victory! Hey, stop! No smoking! One sparkle and we go off! Hier spricht Wegener. Hört er mich? Dann pass mal gut auf. Die Landshut steht dicht neben der Landebahn, auf Höhe des Towers. Ihr müsst direkt hinter der Maschine runter, dann mit Fullspeed bis zum Bahnende, links rum und stopp. Da warten wir dann schon auf euch. Habt ihr das? Roger. Na dann viel Glück. Over. Gut, dass die Somalis den normalen Flugverkehr laufen haben. Now, you have to move your finger like this.
Like this, the blood can flow again. Diana. Die Finger bewegen. Hey. How many hours from Germany to here? 8 hours. 8 hours? That's what the German fascist says. 8 hours. Okay, very good. 3 hours left. Pass mal auf, Jungs. Unser Auftrag lautet GSG 9, stürmt die Maschine. An erster Stelle steht die Rettung der Geiseln. Dazu müssen wir den Gegner kampfunfähig machen. Das haben wir oft genug geübt. Aber eins passiert mir nicht. Ehe einer von euch stirbt, stirbt einer von den Terroristen. Warum tragen Sie keine von den neuen Westenbaum? Im Ministerium haben uns nur 30 bewilligt. Wie geht's Ihrem Sohn? Gut. Der ist jetzt seit diesem Jahr im Kindergarten. Ja. Uhrenvergleich. Wir haben jetzt 19.43 Uhr. Die somalischen Soldaten sollen das Gebäude umstellen, damit hier keine Presse rumtobt, wenn es heiß wird. Gut, dafür wird gesorgt am nächsten. One moment, please. Und, haben Sie Ihre Leute instruiert? Ja, natürlich. Yes. A call from Germany. Ja? Helmut, ja. Ja, sofort. Wegner, der Kanzler. Wegner? Wegner, ich übernehme die volle Verantwortung. Ich erteile Ihnen jetzt den Befehl, den Einsatz durchzuführen. Jawohl, Herr Bundeskanzler. Wir sind bereit. Achtung! Absetzen. Feuer anmachen. Okay, Jungs. In 10 Minuten geht's los. Okay. Dann wollen wir den Austausch mal über die Bühne bringen. Helmut, und hier muss ich sehr viel helfen. Bitte, komm mal. Hoch! Captain Martin Mahmoud, this is Michael Liebal, representative of the Federal Republic of Germany. Can you hear me? Go ahead. I would like to ask you, Captain, if you have concrete suggestions for the exchange of the hostages, like we discussed before, over. Okay. Hey. Tomorrow you will be at home with your wife. They should be accompanied. So you should get some rest. Yes. Mama. That's a very good idea. Herr Kois raus.
Jetzt. Feuerzauber. Komm. Köpfe runter! Ja, los, ja, Köpfe runter! Hand ausgeschaltet! Hand ausgeschaltet! Von rechts! Ich habe drei ausgeschaltet! Und der vierte, der vierte! Da fehlt noch einer! Ich nein! Tango 4 ausgeschaltet! Nicht stehen bleiben! Nein, Sie sind raus durch den Mittelgang! Deckung! Alles runter! Los, weitergehen! Kommen Sie! Darüber! Schmidt hier. Schmidt hier. Ich höre. Jetzt sprich bitte langsam und laut. Die Arbeit ist erledigt. Wie viele Tote? Vollzählig? Ja. Ja. Gute Arbeit, Männer. Hier bleibt mir kein Stück zurück, Baum. Sie sind mir persönlich dafür verantwortlich. Und dann zurück zum Flugzeug. Jawohl, Oberstleutnant.